Seid gegrüßt, herzlich willkommen bei Whisky Gold. Es wird wieder Zeit für einen Glenlivet. Lange ist es her. Lange habe ich der Brennerei auch irgendwie, keine Ahnung, keine Beachtung geschenkt. Aber die Sache hier hat mich dann doch interessiert. Und zwar handelt es sich um den Glenlivet Naduda. Kommt aus dem Gälischen, schreiben sie drauf, und heißt Natural. Das heißt, keine Kältefiltration, kein Farbstoff, völlig ungewöhnlich eigentlich für Glenlivet. Die jüngeren Jahrgänge sind sowieso alle zugekleistert mit E150. Das einzige Manko hier, es ist eine Nassabfüllung. Die schreiben kein Alter drauf, sie schreiben, wann er abgefüllt wurde, und zwar im Juni 2015. Und es ist das Batch OL0615 mit 60,3 Volumenprozenten in Fassstärke. Das Schöne hierbei ist auch noch, sie verwenden hier First Fill Oloroso Sherry Fässer. Ja, Glenlivet 1824 gegründet, liegt in der Speyside, gehört Pernod Ricard. Also die Abfüllung kostet ca. um die 60 Euro. Ich glaube mittlerweile schon sogar ein bisschen drüber. Ja, die Inflation treibt an. Es wird nicht besser. 10,5 Millionen Liter füllen die im Jahr ab, also massig. Ich glaube, die haben sogar Glenfiddich überholt als Single Malt Whisky produzierende Distille. Glaube ich. Ich glaube, Glenfiddich liegt da ein bisschen drunter. Oder es war umgekehrt. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, und der Glenlivet 12er ist der meistverkaufte Single Malt Whisky in den USA, wie Borat immer so schön sagt. Ja, für uns gibt es keinen 12er mehr. Naja, dafür haben wir den Founders Reserve und den First Fill. First Fill Glenlivet, da kam doch auch einer. Ja, und diese Naduda Batches hier, die kommen, glaube ich, seit 2012 in, weiß gar nicht, ob regelmäßig oder unregelmäßigen Abständen auf dem Markt. Da gibt es die Bourbon-Ausführung von diesem hier, da gibt es eine Peated-Ausführung, 16-Jährigen und. Kommen wir immer, das ist typisch Glenlivet, immer in dieser Tüte hier eingewickelt. So schaut er aus. Ich habe immer eine ganz schöne Flaschenform. Ganz schönes Design, finde ich, Glenlivet. Gefällt mir. Jo, was schreiben sie hier noch drauf? Small batches without chill filtration. 60,3 Volumenprozente. Das haben wir eigentlich alles durch. Geschmacksnotizen. First Fill Oloroso Sherry Fässer aus der Jerez-Region, aus Spanien. Ja, genau wie bei Macallan. Die gleichen Fässer aus der gleichen Region. Und dann die Geschmacksnotizen nochmal hier. So sieht das dann von hinten aus. Eigentlich recht viele Infos, gar nicht so viel Marketing. Loben natürlich ihren Whisky, aber das machen die Großen ja immer. Gut. Oh, mal gucken. Ich habe mir Wasser bereitgestellt. 60,3. Ich werde ihm mal ein bisschen geben. Ich traue dem Braten nicht, dass er unverdünnt so genießbar ist. Oh, vollgesogen hier. So. Boah. Dafür, dass er nicht gefärbt ist. So Rostfarbe. Mittelhell, mitteldunkles Rost. Ganz schöne Farbe, finde ich. Hoppala. So, dann gucken wir mal, was er kann. Sehr süß. Alkohol ist zu spüren, also die 60,3 drücken. Neben der Süße eine schöne Karamellnote. Aprikose. Pfirsich.
Sehr viel dunkle Früchte, Rosinen, Zimt. Und süß, 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 süß. Ja, im Vordergrund einfach diese Karamellsüße. Wenn man aber ein bisschen länger einatmet, dann spürt man das. Da brennt leicht in der Nase. Das ist schon heftig. Man merkt, dass er doch nicht sonderlich viele Jährchen auf dem Buckel hat. So, ich guck mal, dass ich ihn so ein bisschen auf zumindest 50 kriege. Es ist angenehmer zu riechen. Er macht jetzt nicht wirklich mehr auf, aber es ist harmonischer. Harmonischer, ein bisschen eleganter jetzt an ihm zu schnuppern. Ist jetzt nicht ganz so unangenehm in der Nase. Gut, zum Wohl. Trockenfrüchte, süß, Zartbitterschokolade, kommt jetzt auf die Zunge, bisschen Ananas, bisschen Banane, so hellere Früchte, insgesamt aber sehr cremig, ölig, diese leichte Zartbitterschokolade, die bleibt auf der Zunge kleben. Die leichte Würze ist da, Abgang ist eher mittellang, verblasst jetzt ganz langsam, ist gar nicht so heftig. Schön wärmend. Man könnte ihn vielleicht auch mit 60,3 nochmal probieren, aber ich kann mir vorstellen, dann ist es einfach nur noch scharf und würzig. Jetzt ist die Würze einigermaßen, ja, normal, nicht zu übertrieben. Aber er hat trotzdem eine ölige Cremigkeit jetzt im Nachhinein. Hätte ich nicht gedacht. Würze ist da. Also der kommt kräftig, baut auf und dann geht das relativ schnell bergab. Er ist nicht lange, verbleibt hier nicht lange, nur die Würze und die Süße, diese leichte Bitterkeit, diese schokoladige, aber keine unangenehme Bitterkeit, wirklich so zart Bitterschokolade, Kakaoschokolade. Und diese hellen Trockenfrüchte sind da. Ja, auf der Zunge ist er wirklich lang da. Wärmt aber hier schön. Ja, insgesamt eigentlich so ganz schön. Er ist kräftig, aber man merkt, er ist jung. Hier fehlt schon wieder einfach so diese Tiefe. Etwas, woran man sich so wirklich festhalten kann, was ihm wirklich ganz viel Aromen und Geschmacksfracht bringt. Bisschen zu blass auf der Zunge. Er könnte noch ein bisschen, ja, ein paar Jährchen würden ihm noch gut tun. Er hat Glück, dass er ein First Fill Sherry Casks ist. Wenn er das irgendwie ausgelutschte Fässer wird, da wird gar nichts mehr kommen.
Das rettet ihn so ein bisschen. Kein Überflieger, ein solider Whisky. Für Glenlivet, für mich ist sowieso der 18er eigentlich somit das Beste. Vom PLV auch. Ja, kauft euch keinen 12er, keinen 15er, keinen gar nichts darunter. 18er, den kann man probieren, der sticht dann noch ein bisschen heraus, durch seine Fassstärke alleine schon. Ansonsten ja, hat man eine Flasche ausgetrunken, wird man sich keine zweite kaufen. Sehe ich so. Gut, danke fürs Zuschauen. Hier ist ein Button, hier ist die Playlist. Schreibt mir Kommentare rein, schaut in die Flaschenteilung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.